die Art und Weise, wie diese Figur halt dargestellt ist und gespielt ist, ja, ist einfach so brillant. Gerade das ganze Thema toxische Männlichkeit, das ist einfach immer noch präsent und es ist wichtig, dass das aufgearbeitet wird. Herzlich willkommen. Ihr seht Spätvorstellung, das Kinomagazin. Wir besprechen heute die schwarze Thriller-Komödie Promising Young Woman. Cassie führt eine Art Doppelleben. Tagsüber arbeitet sie in einem Coffeeshop. Nachts spielt sie in den Clubs die Sturzbesoffene. Jedes Mal, wenn ein netter Kerl sie nach Hause abschleppt, erteilt sie ihm eine Lektion. Was tust du da? Ist schon okay. Hier bist du sicher. Was tust du da? Hey, ich sagte, was tust du da? Promising Young Woman war ja dieses Jahr für 5 Oscars nominiert, unter anderem auch für den besten Film. Gewonnen hat er fürs beste Originaldrehbuch. Das war unser Tipp, denn wir hatten die Gelegenheit, den Film schon vorab vor der Oscarverleihung sehen zu können. Und auch als ich diesen Film gesehen hatte, dachte ich wirklich, wie unfassbar genial ist diese Geschichte eigentlich? Wie genial ist das geschrieben? Und das Ganze hat mich so sehr gepackt und hatte so viele raffinierte Dinge drin, dass für mich also wirklich auch klar war, der muss diesen Oscar gewinnen. Ja, also ich muss sagen, ich habe mir wirklich vorgenommen, den Film zu mögen. Denn zum einen ist es natürlich eine sehr gute Sache, wenn mit Emerald Fennell eine Autorin und Regisseurin im Mainstream ankommt. Zum anderen ist es einfach ein wichtiges Thema, weil auch Jahre nach MeToo sind wir immer noch an einem Punkt, wo, wenn Vergewaltigungsvorwürfe aufkommen, immer erstmal das mutmaßliche Opfer quasi beschuldigt wird und gefragt wird, ob da alles in Ordnung ist, bevor man versucht, erstmal den mutmaßlichen Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Also gerade das ganze Thema toxische Männlichkeit, das ist einfach immer noch präsent und es ist wichtig, dass das aufgearbeitet wird. In dem Sinne ist es natürlich ein wichtiger Film und er ist auch nicht schlecht, aber trotzdem hat er in meinen Augen einige Schwachpunkte. Also zum einen hatte ich so ein bisschen das gleiche Problem, wie ich auch bei Joker hatte, nur nicht ganz so extrem, dass mir so ein bisschen die Distanz zur Hauptfigur gefehlt hat. Weil sie wird in meinen Augen sehr als eine moralische Instanz dargestellt. Also sie ist die Heldin, man soll sich mit ihr identifizieren. Und dafür handelt sie aber in meinen Augen dann nicht moralisch genug. Also sie ist dann sehr auf ihre Rache fixiert und tut da teilweise Dinge, die eben nicht zu rechtfertigen sind. Auch nicht durch ihre Motivation. Und das ist ein Hauptproblem, was ich habe. Das habe ich nicht ganz so empfunden. Also ich fand zum Beispiel die Motivation, die sich halt Schritt für Schritt auch offenbart, plausibel. Und mich hat, sage ich mal, einfach die Art und Weise, wie dieser Film halt, wie gesagt, aufgezogen war und auch wie über die Figur Schritt für Schritt Sachen offenbart wurden, einfach vollgepackt so. Und es gibt ja auch wirklich dann sehr, sehr viele also geniale Twists, die man definitiv nicht kommen sieht. Und das ist eben so diese Mischung aus dieser, sage ich mal, ja, diesem sehr ernsten Thema, den Thriller-Elementen kombiniert mit diesem schwarzen Humor. Und deswegen war der Film ja sowohl von der Aussage als auch vom Unterhaltungswert und wie du eben mitgerissen wurdest, einfach brillant. Cassandra? Wir waren zusammen in der Forest. Du wärst eine tolle Ärztin geworden. Was ist passiert? Ich bin wegen besonderer Umstände dort weg. Du weißt, was passiert ist, oder? Warum ich abgebrochen habe. Ich bin nicht die Einzige, die es nicht geglaubt hat. Wir hören derartige Anschuldigungen. Andauernd. Wer braucht schon Verstand? Hat doch noch keiner Frau was genützt. Es tut mir so leid, dass ich nicht mit ihr gegangen bin. Du musst das hinter dir lassen. Was ich aber auch sehr schade fand, war, dass also eine Aussage des Films ist ja auch eben, dass Vergewaltigungsopfer oft dehumanisiert werden, in dem Sinne, dass sie eben nur noch Opfer einer Straftat sind und dass sie nicht mehr als Menschen mit auch anderen oder überhaupt Charaktereigenschaften gesehen werden. Und dann macht der Film aber doch auch das, weil es eben ja auch hier ein Vergewaltigungsopfer gibt. Und am Ende erfahren wir überhaupt nichts über diese Frau. Also sie hat kein Gesicht für uns. Und dann macht der Film eben genau das, was er ja eigentlich auch kritisiert. Das fand ich sehr schade. Und für mich noch ein anderes Problem war, dass ich nach dem Trailer ein bisschen was anderes erwartet habe, weil ich dachte, es kommt hier ein sehr rasanter Rache-Thriller. Und dann dauert es aber doch ziemlich lange. Also ich würde so sagen, das erste Drittel ist sehr langsam, dass die Spannung so ganz langsam sich aufbaut und das war für meinen Geschmack einfach zu langsam. Okay, das habe ich halt tatsächlich gar nicht so empfunden, weil wie gesagt, ich war von Anfang an drin und eben, ich fand es halt gerade genial, dass der Trailer eben nicht zu viel verrät, also dass man eben auf einmal in einer Handlung drin ist, die man so hat nicht kommen sehen und also von daher, wie gesagt, bin ich da halt anderer Meinung, aber wo wir beide gleicher Meinung sind, ist eben, dass also Hauptdarstellerin Carey Mulligan einen sensationell genialen Job gemacht hat. Also sie war auch für uns beide, wir haben ja beim Oscar-Tippspiel beide auf Carey Mulligan als beste Hauptdarstellerin getippt.
fand ich sogar persönlich einen Ticken besser wirklich als Frances McDormand, die gewonnen hat, eben weil Carrie Mulligan hier so viele verschiedene Facetten spielen kann. Also das heißt, allein weil diese Figur erstmal an sich sehr komplex ist und eben, genau wie du auch schon gesagt hast, sie ist jetzt ja keine Figur, wo man hundertprozentig moralisch hinter allem, was sie tut, dahinter steht. Aber die Art und Weise, wie diese Figur halt dargestellt ist und gespielt ist, ist einfach so brillant und so mit teilweise filigranen Dingen und jede Facette, Nuance ist halt getroffen. Deswegen für mich auch die beste Leistung, die ich jemals von Carrie Mulligan gesehen habe. Ja, definitiv. Und der Film hatte auch noch einige andere Stärken. Also ich fand zum Beispiel den Oscar für Emerald Fennell für das Drehbuch total gerechtfertigt, weil auch nachdem dann quasi dieser langsame Part nach dem ersten Drittel überwunden ist, zieht es wirklich stark an mit der Spannung. Und die letzten zwei Drittel finde ich dann deutlich stärker. Ich fand auch, es war eine sehr gute Kameraarbeit. Die Musik war großartig, also Britney Spears geht ja sowieso immer. Genau. Und vor allem nicht nur, sag ich mal, die Auswahl oder der Songs, sondern auch wie eben diese ganzen Songs eben auch thematisch die Handlung untermalt haben. Das ist ja eben wirklich noch auf einer Metaebene einfach mega brillant. Und ich muss sagen, was mir am allerbesten gefallen hat, war der Schluss des Films. Also der war wirklich, der war konsequent und unbequem und trotzdem für mich als Zuschauerin befriedigend. Also das war das Ende, auf das ich gehofft hatte und deswegen bin ich am Ende mit einem positiven Gefühl rausgegangen. Und was hast du jetzt vor? Ich weiß nicht. Wieso müsst ihr immer alles kaputt machen? Wir waren jung. Wenn ich das noch einmal höre. Ich muss im Zweifel zu seinen Gunsten entscheiden. Ich hatte gehofft, dass du es inzwischen anders siehst. Promising Young Woman spielt nicht nur geschickt mit Klischees und eben der Erwartungshaltung, weil eben zum einen ja die Rachegeschichte in eine ganz andere Richtung verläuft und auch auf eine andere Art Rache genommen wird, weil das ja eher psychologischer ist, als man vielleicht zunächst vermutet. Und was der Film natürlich auch sehr, sehr gut rüberbringt und ich hoffe, dass dafür auch noch ein viel, viel stärkeres Bewusstsein aufkommt, ist eben, dass es ja nicht, wie du es halt schon erwähnt hast, eben nur die Vergewaltigung gibt, weil es gibt ja die unterschiedlichsten Ausprägungen von sexueller Belästigung, von Missbrauch. Und das bringt der Film in meinen Augen schon sehr, sehr gut auf den Punkt. Und wie gesagt, mir hat halt diese Gesamtmischung extrem gut gefallen. Also für mich ist es wirklich in allen Punkten ein perfekter Film, auch wie du schon erwähnt hast, dieses Ende in seiner Konsequenz und in seiner also Wucht, wie das reinhaut, ist wirklich sensationell. Deswegen für mich ganz klare 10 von 10 Punkten. Promising Young Woman ist ein sehr guter Film für alle ZuschauerInnen, die noch nicht wussten, wie scheiße das Patriarchat ist. Ich habe an manchen Stellen ein bisschen mehr erwartet, bin aber auch nicht enttäuscht, deswegen gebe ich 7 von 10 Punkten. Ja, aber es ist schon, jetzt wo ich auch noch mal ein bisschen über den Film drüber nachdenke, es ist schon eigentlich auch ziemlich krass, was da alles so vorgefallen ist. Aber genau, zum Glück, man muss es ja auch sagen, sind ja nicht alle Männer so. Ja, und du glaubst jetzt wieder, dass du einer von den Guten bist, oder was? Also das ist wieder typisch, immer dieses, ich bin der nette Kerl und deswegen kriege ich auch keine Frau. Das ist ja Teil des Problems unserer Struktur, dass Männer immer denken, sie wären so nett und dann haben sie deswegen irgendeine Anspruchshaltung und dann glaubst du auch noch, dass du irgendwie deswegen so fortschrittlich bist, weil du hier mit so vielen Frauen sitzt oder was? Also ich meine, es ist doch auch klar, dass du überhaupt nicht hier mit einem Mann zusammen sitzen würdest, weil du dann überhaupt nicht mehr das Ganze, dann wärst du nicht mehr die Nummer eins und nee, also das würdest du überhaupt nicht aushalten, hier mit einem Mann zusammen zu sitzen. Oder noch schlimmer, dass eine von uns hier mit einem Mann sitzen würde. Was? Glaubst du jetzt, ich hätte eine Waffe hier drin oder was? Also, man kann euch doch alle vergessen.